Herzlich willkommen bei Skobel. Heute mit dem Thema Planet ohne Affen. Was haben der Auerochse, der Bali-Tiger, der tasmanische Beutelwolf, der Riesenalk mit der Usambara-Anemone und der Pyramidenspiralpalme gemeinsam, abgesehen davon, dass ich die meisten dieser Arten leider nicht kannte? Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Skobel. Wenn ich Ihnen jetzt verrate, dass wir seit dem 1. Januar das internationale UNO-Jahr der biologischen Vielfalt haben, kommen Sie vielleicht auf die Lösung. Denn alle Lebewesen, die ich eben genannt habe, sind inzwischen ausgestorben, manche erst vor wenigen Jahren. Wir wissen heute, wie leicht komplexe Systeme, und um solche handelt es sich bei Lebewesen, kippen können. Einen solchen geradezu gigantischen Domino-Effekt hat es mehrfach schon in der Geschichte dieses Planeten gegeben. Auch jetzt scheint es mit der Vernichtung der Artenvielfalt, der sogenannten Biodiversität, wieder einen solchen Kipppunkt zu geben. Seltsamerweise lässt uns das völlig kalt, obwohl wir wissen, dass Biodiversität ein Schlüssel zum Überleben ist. Denn überall da, wo die Artenvielfalt bedroht ist, ändert sich alles Leben und damit auch die Lebensbedingungen noch schneller. Artenvielfalt ist ein Schutz nicht nur gegen den Klimawandel, sondern verhindert auch zunehmende Konflikte, hilft Hunger, Krankheiten oder Völkerwanderungen zu reduzieren. Die Vernichtung von Leben wird besonders deutlich, wenn wir uns der Ausrottung der Menschenaffen zuwenden, um die es heute geht. Denn in einigen Jahrzehnten schon werden wir es mit einem Planeten ohne Affen oder fast ohne Affen zu tun haben, wie wir die heutige Sendung genannt haben. In unserem Haus ist kein Platz mehr für unsere alten Verwandten. Die Zukunft werden sie nur noch in Pflegeheimen erleben. Als sentimentale Erinnerung für unsere Enkel. Schimpansen, Bonobos, Orang-Utans, Gorillas. Experten rechnen mit ihrem Verschwinden in freier Natur in wenigen Jahren. Die Welt ist im Wandel, wie immer in der Evolution. Ein ständiges Kommen und Gehen. Die heute lebenden Arten machen nur 0,1% aller Arten aus, die jemals gelebt haben auf unserer Erde. Mit anderen Worten, 99,9% der Arten sind ausgestorben. Das Universum ist ein gefährlicher Ort. Immer wieder bedrohten Katastrophen unsere Heimatwelt und einige Male führten sie sogar zu Massenaussterben. Aussterben ist ein alltäglicher Prozess, hat immer stattgefunden in der Erdgeschichte. Es gibt aber 5 signifikante Peaks, wo wir eben deutlich über dem Hintergrund aussterben sind. Und das größte, bei weitem größte, war vor 250 Millionen Jahren am Ende der Permzeit, als so nach Hochrechnungen über 90% aller Arten ausgestorben sind. Supervulkanausbrüche, Asteroideneinschläge, über die Gründe wird noch gestritten. Fest steht, dass radikale Klimaveränderungen die Folge waren. Die Nahrungsketten brachen zusammen. Aber nach jedem Zusammenbruch blühte das Leben wieder auf. Nach dem Massenaussterben der Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren eroberten Säugetiere die Welt. Doch nach der Katastrophe ist vor der Katastrophe. Aus dem neuen Leben erhob sich das gefährlichste Raubtier der Erdgeschichte, Homo sapiens, der Killeraffe. Ist er die 6. große Katastrophe? Wir gehen in erdgeschichtliche Dimensionen. Noch sind wir noch nicht so weit, aber man kann davon ausgehen, dass wir in den nächsten 100 Jahren von den Aussterberaten durchaus in diese Massenaussterbedimensionen kommen, wie wir es aus der Erdgeschichte kennen. Das Verhalten des Menschen liegt im evolutionären Kontext. Jede Art ist invasiv. Wenn es ihr möglich ist, erobert sie neue Lebensräume, um neue Ressourcen auszubeuten und die Population zu erhöhen und verdrängt so andere Arten. Die menschliche Kultur wurde zur Fortführung der Biologie mit anderen Mitteln. Dass der Mensch durchaus aussterberelevant ist, hat er ja schon in prähistorischer Zeit gezeigt. Ist besonders gut dokumentiert am Ende des Pleistozäns, als eben die großen Säugetiere vor allen Dingen scheinbar plötzlich von der Erde verschwunden sind. Was man früher mit Klimaschwankungen korreliert hat. Nur muss man sich bewusst sein, die haben ja vorher auch alle Klimaschwankungen, die es gab, überlebt. Aber dann, als der Mensch aufgetreten ist, besonders gut dokumentiert, zum Beispiel in Nordamerika oder auch Australien, sind plötzlich all diese Tiere ausgestorben. Also Ursache Überjagung. Noch vor 10.000 Jahren gab es nur etwa 4 Millionen Menschen. Die Weltbevölkerung überschritt im Jahre 1000 die 300 Millionen, Anfang des 19. Jahrhunderts bereits die Milliardengrenze. Bis 2025 werden wir 8 Milliarden sein. Und es gibt bislang keine neuen Lebensräume und Ressourcen. Es wird eng auf der Insel.
Wir leben nicht mehr von den Zinsen, sondern vom Kapital unserer Welt. Es gibt eben nicht nur die ästhetischen und sentimentalen Gründe, Arten zu schützen, sondern Diversität hat ja auch einen ökonomischen Aspekt erstmal. Wir entdecken immer wieder Substanzen, die sich für die Pharmaindustrie zum Beispiel bewähren. Diversität stellt die Nahrungsgrundlage gerade in armen Ländern dar. Und ganz wichtig, sie stabilisiert auch Ökosysteme. Das heißt, wenn wir Diversität vernichten, können ganze Ökosysteme kollabieren, können eben nicht mehr den Service für uns dann erbringen. Die Folgen sind dann Hungerkatastrophen. Trotz unserer technischen Zivilisation ist es eine gefährliche Illusion, dass wir unabhängig von der uns umgebenden Natur existieren könnten. Es reicht nicht, sie nur noch konserviert in Zoos und Museen zu erhalten. Sind wir uns selbst zur Apokalypse geworden? Im Studio begrüße ich meinen ersten Studiogast, den Zoologen, Evolutionsbiologen und Ökologen Josef Reichholf. Schönen guten Abend. Guten Abend. Sie haben gelehrt an der TU München, haben die Wirbeltierabteilung der Zoologischen Staatssammlung in München geleitet. Das ist eines Ihrer vielen Bücher, Ende der Artenvielfalt, Gefährdung und Vernichtung von Biodiversität, erschienen bei Fischer. Wenn wir dieses Thema angehen, wie eben in dem Film, und hören, dass es schon mehrfach solche großen Kipppunkte in der Entwicklung gegeben hat, besteht da ein Unterschied zu heute? Sehen Sie das in einer Linie? Ja, sicher gibt es einen sehr großen Unterschied, und das ist die Zeitskala, der Zeithorizont. Das Aussterben in der Vergangenheit, egal ob es jetzt vom Einschlag von Riesenmeteoriten oder von Vulkanausbrüchen verursacht wurde, war zwar erdgeschichtlich gesehen ein ziemlich abrupter Vorgang. Mhm. Ein Einschnitt, buchstäblich ein Einschnitt, der sich geologisch auch ganz klar fassen lässt. Aber die Wiedererholung, die nachträglich einsetzte, die hat Millionen Jahre gedauert. Das heißt also, das, was geschah, hat sehr, sehr lange Nachwirkungen. Und wir sind natürlich in einer ganz anderen Situation. Wir erwarten ja, wenn wir irgendwo eingreifen, dass der Eingriff so moderat bleibt, dass es weitergeht, dass es gut weitergeht. Und das ist eben der grundlegende Unterschied, ob etwas in Jahrmillionen gleichsam wieder repariert werden kann oder ob ein paar Dutzend oder vielleicht ein Jahrhundert ausreichen, um wieder zu einem Normalzustand zurückzukehren. Wenn man diese Zeitskala sieht, was mich immer erstaunt hat, wir haben es ja eben in dem Film auch noch mal gesehen, dass es eine sehr geringe Anzahl von Menschen gab, also biologisch gesehen kurzer Zeit eigentlich. Und innerhalb noch kürzerer Zeit ist das wie verrückt explodiert, also die Anzahl der Menschen auf dem Planeten. Und Kultur kam dann erst ganz spät. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das so ist? Nun, der Hauptgrund war die Entwicklung des Ackerbaus. Denn der machte es möglich, dass auf einer Fläche, für die vorher die zehnfache Größenordnung notwendig war, plötzlich Menschen leben konnten und sich vermehren konnten, wie das in der Zeit davor völlig unmöglich gewesen wäre. Also je höher die Produktivität des Landes, ganz allgemein gesprochen, umso stärker und umso rascher steigen die Bestände an. Da unterscheidet sich der Mensch in keiner Weise von anderen Lebewesen. Gefährdung und Vernichtung von Biodiversität ist der Untertitel Ihres Buches. Und ich habe eben gesagt, Biodiversität ist lebensnotwendig. Warum ist das eigentlich so? Also das Bauchgefühl ist, ob es ein paar mehr Arten gibt oder nicht, was macht das schon? Ja, das ist tatsächlich recht schwer zu sagen, weil wir in unserer Zeitskala, ich komme damit wieder auf die Zeit zurück, gewohnt sind, kurzfristige Effekte in die Bilanz einzubeziehen. Wenn etwas unternommen wird, dann muss sich das rechnen. Mhm. Möglichst in einem Jahr schon oder in noch kürzeren Zeitspannen, auf jeden Fall im Verlauf eines Jahrzehnts oder allenfalls in einem Menschenleben. Wir haben eigentlich nur in der Forstwirtschaft den Ansatz, längerfristig wirtschaftlich zu denken. Bei der Biodiversität... Was interessanterweise aus Deutschland kommt. Ja, ja. Die Nachhaltigkeit ist ein Begriff aus der deutschen Forstwirtschaft. Und die ist aus der Notwendigkeit herausgeboren worden. Das ist vielleicht der Schlüssel dazu. In einer Phase im 17., 18. Jahrhundert, in der die Wälder katastrophal übernutzt waren, zu verschwinden drohten, hatten weitsichtige Forstleute das Konzept entwickelt, nicht mehr zu nutzen, als im Nutzungszeitraum nachgewachsen ist. Also die Nachhaltigkeit als Begriff wurde eingeführt,
um die Wiedererholung der Wälder zu ermöglichen. Und das haben wir sehr, sehr gut geschafft. Deutschland ist zu fast einem Drittel waldbedeckt. Dieses Konzept, wenn wir zugrunde legen, dann bedeutet das, wir müssen bei der Biodiversität nun nicht in Jahrhunderten, sondern in Jahrtausenden oder Jahrzehntausenden denken und handeln. Und das steht in krassem Konflikt zu den Kurzzeitinteressen. Und deswegen ist die Frage, was nützt es uns, eine sehr, sehr egoistische Frage. Was nützt es mir, sollte der Frager sagen, in diesem Moment oder in allernächster Zeit? Und nicht, was nützt es uns, uns Menschen? Langfristig ist der Nutzen sicher sehr viel größer als der kurzfristige Gewinn. Aber wer denkt und kalkuliert schon langfristig? Richtig. Und deshalb ist auch die Unterscheidung zwischen wichtigen und unwichtigen Arten eigentlich völlig sinnlos. Ja, sicher. Also für einen Biologen ohnehin. Aber selbst als Nicht-Biologe weiß man ja, gut, die Mücke ärgert mich, die schlage ich tot. Ist mein gutes Recht, denn die will jetzt mein Blut abzapfen. Aber die Larven dieser Mücken, die brauchen die Fische im Wasser. Und vielleicht gibt es ja auch Leute, die die Fische schätzen als Nahrungsmittel. Mhm. Also ohne Mückenlarven, um es grob vereinfacht zu sagen, keine Kleinfische, ohne Kleinfische keine größeren Fische, die wir dann haben wollen. Wir müssen sozusagen den kleinen Tribut an die Mücke selbst entrichten, um den größeren Gewinn einer funktionierenden Nahrungskette bei den Fischen zu bekommen. Und das gilt ganz generell. Danke, wir reden ja gleich noch mal weiter, alle zusammen mit den anderen Gästen. In ungefähr 20 Jahren wird es Menschenaffen wie die Orang-Utans in freier Wildbahn nicht mehr geben. Dummerweise lässt sich die sehr komplexe Frage, was Natur und Kultur unterscheidet, heute nicht mehr am Schreibtisch beantworten, ohne Blick eben in die Natur. Und das bedeutet, dass sich nicht einfach klären lässt, ohne zu verstehen, wie sich andere Menschenaffen, zum Beispiel eben die Orang-Utans, tatsächlich verhalten. Was tun sie, wenn sie einander begegnen? Dieses Wissen kann man nicht erwerben, indem man beispielsweise nur das Gehirn des Menschen erforscht. Und noch etwas. Wenn Kultur nichts anderes ist als ein Versuch, die noch formbaren Nischen sozusagen in unserem Gehirn zu nutzen, wie der französische Kognitionspsychologe Stanislas de Haen behauptet, dann machen andere Arten das ja genauso. Auch sie nutzen ja ihr Gehirn und entwickeln Verhaltensweisen, eine Kultur, die zu eben diesem Gehirn passt. Bei Menschenaffen ist das nicht anders. Und deshalb haben wir Mensch und Menschenaffe verglichen. Unser Bild von ihnen entspricht nur selten der Wirklichkeit. Schimpansen sind näher mit uns verwandt als mit Gorilla oder Orang-Utan. Und trotzdem, wir beharren auf einer strikten Artenbarriere zwischen Mensch und Menschenaffen. Was genau unterscheidet den Menschen von Menschenaffen? Wo beginnt das Menschliche und wo endet das Tierische? Früher nahm man an, dass der Werkzeuggebrauch den Menschen vom Tier unterscheidet. Bis man herausfand, dass Schimpansen Stockwerkzeuge benutzen. Eine nächste Grenze zwischen der Welt des Animalischen und dem Menschlichen markierte die Kultur. Doch bald entdeckten Anthropologen, dass auch Menschenaffen eigene Kulturen entfalten. Im Gebrauch von Werkzeug oder bei der Partnerwahl. Schimpansen entwickeln Traditionen, die nur auf ganz bestimmte Gruppen beschränkt sind und sich regional unterscheiden. Bereits vor 150 Jahren stand die Tier-Mensch-Trennung zur Debatte. Darwin wollte beweisen, dass auch die geistigen und kulturellen Fähigkeiten des Menschen kontinuierlich und in kleinen Schritten aus dem Reich der Natur entstehen. Vieles hat sich bestätigt. Menschenaffen können in die Zukunft planen und die Intentionen anderer verstehen. Affen stoßen Töne aus, die mehr bedeuten als einfach nur Angst oder Wut. Sie nehmen bewusst Bezug auf die Welt. Kaum zu übersehen ist jedoch, wie sich die Komplexität der menschlichen Entwicklung von der tierischen unterscheidet. Woher kommt dieser Unterschied und wie bedeutend ist er? Eine große Rolle soll hier die Weitergabe von Wissen spielen. Auch bei Menschenaffen werden Fähigkeiten durch Lernen weitergegeben. Fundamentale Unterschiede soll es jedoch in der Art und Weise geben, wie dieser Wissenstransfer geschieht. Schimpansen
Sprache und der Umgang mit externen Symbolen bewirken einen Lernprozess, der zu immer höheren Komplexitätsstufen führt. Neue Fertigkeiten werden entwickelt, die auf den bereits erworbenen aufbauen. Gibt es das auch bei Menschenaffen? Zwar entwickelten Menschenaffen auch Kultur, doch diese baut nicht auf die Erfolge früherer Generationen auf. Für die systematische Übernahme und Fortentwicklung von Wissen soll aber noch eine andere Fähigkeit eine Rolle spielen, nämlich die Fähigkeit, sich in die Perspektive des anderen hineinversetzen zu können. Nur wenn ich die Absichten, Ziele und Gedanken eines anderen verstehe, kann ich von ihm lernen. Auch Menschenaffen scheinen die Absichten anderer Lebewesen zu verstehen, doch anscheinend nur in begrenztem Maße. Menschenaffen, so die neuesten Hypothesen, sollen nicht dazu in der Lage sein, wirklich planvoll eine gemeinsame Absicht zu entwickeln und diese regelhaft umzusetzen. Nur Menschen besitzen demnach eine sogenannte Wir-Intentionalität. Eine Tänzerin weiß, was die andere macht, sie hat eine Vorstellung von dem zeitlichen Ablauf des Tanzes und sie hat eine Repräsentation der Choreografie in ihrem Geist. Schimpansen jagen in der Gruppe. Aber repräsentieren sie während der Jagd die Regeln für die Jagd? Haben sie eine genaue Vorstellung der einzelnen Rollen und ihrer individuellen Funktion? Von der Fähigkeit, gemeinsam die Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand zu richten und an demselben Gegenstand festzuhalten, zu der Fähigkeit, auch gemeinsam zielgerichtet zu handeln, führen viele verschiedene Stufen, die sich nicht einfach voneinander abgrenzen lassen. Wegen ihrer Ähnlichkeit mit uns stellen Menschenaffen die vielleicht begehrtesten Versuchsobjekte dar, doch gleichzeitig sind sie vom Aussterben bedroht. Deshalb treten Wissenschaftler dafür ein, durch eine neue Ethik die Artenbarriere zu durchbrechen. Durch abgeschwächte Personenrechte könnte Menschenaffen ein Existenzrecht und eines auf einen eigenen Lebensraum zugestanden werden. Die ersten Länder, die solche Ideen bereits tatsächlich in ihrem Gesetz verankert haben, sind Spanien und Neuseeland. Der Unterschied zwischen Mensch und Tier ist groß. Aber es ist keine prinzipielle Differenz, weil eine Flut aktueller Einsichten zeigt, dass es sich immer nur um graduelle Unterschiede handelt, müssen wir dringend auch in ethischer und rechtlicher Hinsicht umdenken. Tiere sind keine Sachen. Sie müssen nicht alle Rechte des Menschen erhalten. Aber je nach ihrer Leidensfähigkeit und Intelligenz sollten wir auch ihnen graduell bestimmte Rechte und Schutzräume zugestehen. Im Studio begrüße ich Volker Sommer. Schönen guten Abend. Sie lehren evolutionäre Anthropologie am University College in London. Das ist nach Oxford und Cambridge die Nummer 3, habe ich mir sagen lassen, in Großbritannien. Von dort, von wir zählen. Ja, also richtig, von wo man zählt. Das ist wie bei den Menschenaffen. Außerdem, das ist vielleicht wichtiger, leiten Sie seit vielen Jahren ein Forschungsprojekt über Schimpansen im Bergwald Nigerias und haben gerade ein neues Buch geschrieben, Menschenaffen wie wir, mit Fotografien unter anderem von Julia Hof, erschienen in der Edition Panorama. Da zeigen wir gleich mal ein paar Aufnahmen. Und wir haben uns ja eben schon, als der Film lief, so ein bisschen unterhalten zwischen diesen Unterschied Menschen, Affen und wir. Sie teilen das nicht so ganz, was da über Intentionalität, Wir-Gefühl, Regeln und so weiter gesagt wurde im Film. Also man denkt ja immer, die Affenforscher, die seien sich nur einig. Ne? Also die erforschen die Affen und dann wissen sie, wie das ist. Das sind aber im Grunde auch Deuter. Und manche mögen es eben gerne, wenn sie Unterschiede finden, beziehungsweise wenn sie betonen, dass es Unterschiede gibt, und andere wie ich, die sind ganz happy, wenn sie sagen, es gibt ganz viele Ähnlichkeiten. Mhm. Und das ist ja wie bei Hund und Katze, wenn man also sagt, okay, der eine macht Miau und der andere macht Wau Wau, die sind ganz unterschiedlich. Und dann könnte ich aber auch sagen, naja,
sind beides Säugetiere, sind ganz ähnlich. Also Unterschiede gibt es nicht, außer wir definieren sie. Und wenn ich die Blutgruppe B habe und ein Schimpanse hat die Blutgruppe B und Sie haben die Blutgruppe A, bin ich mit dem Schimpansen näher verwandt als mit Ihnen? Das ist ja ein Klassiker, der immer wieder genannt wird, mal abgesehen von dieser komischen Definition animal rational, also mit der Vernunft. Wir haben Kultur, die dummen Viecher nicht. Ja, da kommt es wieder darauf an, wie ich Kultur definiere. Ich kann also sagen, nur wer den Kölner Dom bauen kann, hat Kultur. Dann also sind klar. Also die Azteken haben keine Kultur. Oder ich könnte sagen, Kultur ist immer dann, wenn Verhalten sozial weitergegeben wird. Dann haben Delfine Kultur, dann haben Drückerfische Kultur, dann haben Menschenaffen Kultur. Also ich bin eigentlich immer mehr zum Geisteswissenschaftler geworden, der sagt, es hängt ganz stark von meinem intellektuellen, philosophischen Interesse ab, was meine wissenschaftlichen Ergebnisse sind. Also ich bin nicht mehr so ein naiver Naturwissenschaftler, der meint, ich messe was und dann weiß ich, was die Wahrheit ist. Machen Affen denn Ihrer Erfahrung nach auch Dinge sozusagen um ihrer selbst willen? Also wenn ich an sowas denke wie Ballett beispielsweise. Ja. Ja, okay. Also könnte man sagen, da gibt es die Schimpansin, die hat nun einen Stummelaffen erlegt und verknotet das Fell und hängt es sich um den Hals. So, haben Sie beobachtet? Habe ich nicht beobachtet, aber hat jemand beobachtet. Und wenn es ein Mensch ist, dann ist das nun Kunst oder so. Mode. Ja, Schmuck. Ja. Wenn es ein Menschenaffe ist, vielleicht ist es Zufall. Das heißt, wir legen auch ja oft ganz andere Maßstäbe an. Und manche Menschen, die haben bestimmte Verhaltensweisen, was weiß ich, die essen bestimmte Dinge nicht. Das ist dann ein Nahrungstabu, das hat was zu tun mit religiösen Vorstellungen. Ja, wenn jetzt unsere Schimpansen in Nigeria, was sie tun, eben nicht tun, keine Termiten essen, obwohl es dort Termiten gibt, würde ich sagen, das definiert deren soziale Identität. Bei uns in Nigeria als Gashaka-Schimpansen, wir essen keine Termiten. Und das macht uns als bessere Schimpansen, nicht wahr, gegenüber denen, die vielleicht irgendwo Termiten essen. Also diese Dinge sind sehr, sehr abhängig von meiner Definition. Da noch mal eine ganz dumme Frage zu. Menschenaffen wie wir suggeriert, wir sind Pan Sapiens. Also wir gehören zu den Affen eigentlich. Ich habe immer gelernt, Artunterschiede definiert man dadurch, dass ich die eine Gruppe mit der anderen paaren kann. Was aber, soweit ich weiß, zwischen Menschenaffen und Menschen nicht funktioniert. Ja, das ist ja sowieso eine vollkommen umstrittene Definition, weil das ja bei den Pflanzen nicht funktioniert und sowieso natürlich immer die Übergänge ganz fließend sind. Also die berühmten Beispiele von Pferd und Esel und die können sich nur verpaaren, dann seien sie unfruchtbar. Das stimmt aber auch nicht in jedem Falle, denn manche von denen sind nun wieder fruchtbar. Das ist nur eine von vielen Artdefinitionen und ich halte den Begriff für nützlich. Wir wollen ja die Welt einteilen, aber wir sollten das nicht damit verwechseln, dass irgendwo ein Gott sitzt oder Mutter Natur und die hat sich nun ausgedacht, dass meine Gedanken, das sind die Arten. Das sind wir Menschen. Wir teilen die Welt in Arten ein und in der Natur gibt es das nicht. Da gibt es Vermischung auf allen möglichen Ebenen und am Ende bedeutet es nur, sind das genetische Informationskonglomerate, die sich irgendwie in die Zukunft weitergeben können oder nicht. Und deshalb bestehen, wir sind ja Mosaike. Was in unserem Körper alles drin ist, das sind andere Organismen, die in uns eingewandert sind, die inzwischen Teil unseres Erbgutes sind. Also ich erwähne nur mal die Mitochondrien, die ja ursprünglich überhaupt nichts mit Menschen zu tun hatten. Und inzwischen weiß man auch, dass das Bild vom Baum des Lebens, also dass sich das immer so aufteilt in Arten, ein ziemlich antiquiertes ist. Man redet heute vom Netz des Lebens. Mit Übergängen. Und wenn man jetzt schon mal auf diese halbwegs, sensationelle Frage zurückkommt, könnten sich Menschen mit Menschenaffen verpaaren? Also bis vor, ich behaupte mal, mindestens 2 Millionen Jahren hat es sowieso stattgefunden. Das können heute die Genetiker, hoffe ich, einer kommt ja noch, bestätigen. Da gibt es immer wieder Einkreuzungen. Der würde Herr Reichholt wahrscheinlich sagen, kurze Zeitspanne. Machen wir da mal einen Schnitt. Es gibt eine spannende, aber wie ich aller Genetikpropaganda zum Trotz sagen würde, bislang weithin unverstandene Frage, von der vieles abhängen wird. Menschenaffen und Menschen haben ein Erbgut, das sie zu nahezu 99% plus minus teilen. Trotzdem gibt es zwischen mir und den anderen Affen, hoffe ich jedenfalls, einen kleinen Unterschied, auch wenn er rein rechnerisch nur etwa 1% beträgt.
Die entscheidende Frage lautet, was bedeutet das? Das Ganze erscheint nicht mehr so völlig rätselhaft, wenn man bedenkt, dass wir auch 30% unseres Genoms mit der Kartoffel teilen. Mit der Maus teilen wir rund 80% des Erbguts. Kämen wir deshalb auf die Frage, ob Kartoffeln und Mäuse intelligent sind oder ob wir irgendwie doch Kartoffeln sind, weil wir ja ein Drittel unseres Erbgutes teilen. Die Frage lautet also, was wissen wir gegenwärtig wirklich über die genetischen Unterschiede zwischen uns und den Menschenaffen wie Schimpanse oder Bonobo? Evolutionsgeschichtlich sind die Schimpansen die nächsten Verwandten des Menschen. Das hat auch die Entschlüsselung der beiden Genome bestätigt. Fast 99% sind identisch. Das heißt, in einem Zeitraum von 6 Millionen Jahren hat sich nur 1% der DNA des Menschen verändert. In absoluten Zahlen sind das aber immerhin 30 Millionen Unterschiede. Viele Mutationen in der Buchstabenfolge haben vermutlich keine oder nur geringe Konsequenzen gehabt. Doch einige DNA-Sequenzen müssen für den Menschen prägend sein. An der Universität Leipzig untersucht man das FOXP2-Gen. Durch Zufall hat man entdeckt, dass FOXP2 bei Menschen beschädigt ist, die Schwierigkeiten beim Sprechen haben. Ein Vergleich der Sequenz in den Genomen von Schimpanse und Mensch bestätigt den Verdacht. Das FOXP2-Gen hat sich in der Evolution entscheidend verändert. Zwar können auch Schimpansen Laute artikulieren, aber nur beim Menschen geschieht das willentlich. Und das hängt wohl damit zusammen, dass sich das FOXP2-Gen bei Menschen im Vergleich zum Schimpansen an zwei Stellen verändert hat. Dank neuer und schnellerer Analyseverfahren kann die Forschung inzwischen noch mehr Unterschiede im Genom des Menschen benennen. Eine bahnbrechende Idee kam dabei von der Biostatistikerin Catherine Pollard aus San Francisco. Sie schrieb ein Computerprogramm, das die DNA von Menschen und Schimpansen vergleicht. Dabei suchte sie systematisch nach Bereichen, die sich seit der Trennung von Menschen- und Schimpansenlinie am meisten verändert haben. Ein beschleunigter Wandel deutet auf eine positive Selektion hin und muss daher für die menschliche Evolution prägend gewesen sein. Pollard bezeichnet diese DNA-Abschnitte als HAR, Human Accelerated Regions, als menschliche beschleunigte Regionen. Eine solche Region, die sie dabei entdeckt, wird HAR2 genannt. Sie fördert die Entwicklung von Daumen- und Handgelenk. Dieser DNA-Abschnitt ist während der Entwicklung des menschlichen Embryos aktiv, genau zu dem Zeitpunkt, wenn Unterarme und Hände ausgebildet werden. Diese Veränderung im Erbgut könnte erklären, warum die menschliche Hand sehr viel geschickter mit Werkzeugen umgehen kann als die des Schimpansen. Die meisten Unterschiede findet Pollard jedoch bei einem Genabschnitt, der noch völlig unbekannt war. Das ist die neue Sequenz, die ich gefunden habe, HAR1. Im Verlauf der Evolution hat sich HAR1 zwischen Hühnern und Schimpansen nur 2-mal verändert, zwischen Schimpansen und Menschen dagegen 18-mal. Genforscher in Brüssel fanden heraus, dass HAR1 bei der Embryonalentwicklung des Gehirns eine entscheidende Rolle spielt. Es steuert Neuronen, die für die Furchenbildung der Großhirnrinde verantwortlich sind. Vielleicht ein Grund, weshalb unser Gehirn wesentlich komplexer strukturiert ist als das der Schimpansen. Auch beim Ernährungsverhalten haben Gene wichtige Veränderungen bewirkt. Das Gen Amylase 1 fördert den Abbau von Stärke und ist beim Menschen häufiger vorhanden als beim Schimpansen. Das Gen Laktase ermöglicht Menschen, auch als Erwachsene Milch zu verdauen. Die Identifikation der Gene ist ein wichtiger Schritt zum Verständnis der menschlichen Evolution. Der nächste, kompliziertere Schritt wäre die Erforschung des Zusammenspiels der Gene, ihr An- und Ausschalten. Ein Schimpanse, dem man ein menschliches FOXP2-Gen einpflanzen würde, könnte deshalb noch lange nicht sprechen. Studio Wolfgang Ehnert, schönen guten Abend. Guten Abend. Biologe und Genetiker, Sie lehren und forschen am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Da ist ja unter anderem auch das Neandertal-Genom entschlüsselt worden. Was wissen wir denn wirklich, wenn wir sagen, also 1% ist gleich plus minus? Also ist eigentlich Zeit. Es ist einfach gleichzusetzen mit Zeit. Und zwar ungefähr 6 Millionen Jahre, seitdem sich unsere Genome getrennt haben.
mit eventuellen, wie vorher erwähnten, Rückkreuzungen kleinerer Teile, die später stattgefunden haben. Aber es ist wirklich, das 1% ist zu verstehen als 6 Millionen Jahre getrennte Evolution. Und das kann man auch durch diese Unterschiede oder die Anzahl der Unterschiede relativ gut zurückverfolgen, was das für eine zeitliche Spanne ist. Ja, also man braucht dazu Fossilien, um sozusagen zu wissen, wie viel Prozent wie viel Zeit ist. Und um dann einen festen Anhaltspunkt einfach zu haben. Um dann einen festen Anhaltspunkt zu haben. Und da kann man sich natürlich streiten, wie alt die Fossilien sind. Aber was bleibt, ist sozusagen dieses 1% ist Zeit. Und in 6 Millionen Jahren, das kann man sagen, das ist viel oder wenig, je nachdem, auf welchem Standpunkt man steht. Was man aber sicherlich weiß, dass in diesem Zeitraum in der Evolution an sich viel passieren kann oder wenig passieren kann. Und ob jetzt bei uns viel passiert ist oder nicht, braucht man vielleicht mal Marsmenschen dazu, die uns das mal objektiv beantworten könnten. Jetzt haben wir im Film gelernt, es gibt ein geniales Computerprogramm, das möglicherweise eine noch genialere Frau programmiert hat. Die hat herausgefunden, es gibt diese HARs, also Human Accelerated Regions, also Regionen viel schnellerer Veränderung. Da wissen wir also, da hat sich was getan. Und die sind aber relativ klein. Das sind über den Daumen gepeilt, ich glaube 114, 115 Einheiten. Wie kann ein so kleiner Unterschied, also verglichen mit Millionen von Basenpaaren, einen so großen Unterschied machen? Also wir wissen ja zum Beispiel von Krankheiten, dass eine einzelne genetische Mutation kann ja verheerende Auswirkungen haben. Also man kann damit nicht leben oder man hat schwere Behinderungen, irgendwas passiert. Also an sich können natürlich eine Mutation kann große Effekte haben. Diese kleinen Abschnitte, die Frau Pollard untersucht hat, sind wahrscheinlich häufig regulatorische Elemente, die den Genen sagen, so jetzt bitte während dem Zeitpunkt und in den Zellen schalte dich an und mache irgendwas. Und wenn man diese Regulation vielleicht verändert in der Evolution, dass man irgendwas anders anschaltet, länger anschaltet, dann ändern sich solche Abschnitte. Das eine Mal hat es zu tun mit der Furchung des Gehirns, das andere Mal mit der Entwicklung von, ich glaube, Daumen und Zeigefinger, also Hand, was ja eigentlich die klassischen beiden Sachen sind. Evolution hat man immer gesagt, aha, Hand-Gehirn-Kopplung, und da findet man jetzt sozusagen ein Pendant auf einer molekularen Ebene. Ja, aber es ist, also es kam im Beitrag ja auch raus, es ist ein wahnsinnig, das sind einzelne Beispiele, die wir sozusagen rauspflücken. Dieser 1% Unterschied in diesen 6 Millionen Jahren macht 40 Millionen genetische Unterschiede. Das sind sozusagen insgesamt natürlich wirklich viele Unterschiede, die irgendwas machen können. Und es ist sehr, sehr schwierig herauszufinden, welche davon jetzt vielleicht was tun und wenn ja, was sie dann genau tun. Wir brauchen sozusagen experimentelle Systeme, mühsame experimentelle Arbeit, um wirklich zu sagen, okay, dieses Gen steuert jetzt diesen Daumen und macht ihn ein bisschen länger. Das sind zum großen Teil immer noch Spekulationen, auf denen wir uns bewegen. Es wirkt immer noch, also man muss sich da erstmal reinfinden, oder ich mich jedenfalls, wenn man denkt, man guckt so an sich runter und denkt, 80% Maus sieht irgendwie gar nicht so aus. Und dann ein kleiner Unterschied, der also entscheidend für die Entwicklung des Gehirns ist. Ja, also anknüpfend an dem, was Volker Sommer gesagt hat, stimme ich vollkommen zu. Man kann die Unterschiede betonen oder die Gemeinsamkeiten. Und vielleicht ist das Bemerkenswertige der Genetik der letzten 20 Jahre eigentlich die Gemeinsamkeiten, bis runter zur Maus, zur Kartoffel, zur Hefe, dass wir alle mit demselben Repertoire arbeiten. Wir haben im Prinzip alle dieselben Gene. Diese Zahlen sind dann sehr verwirrend, weil je nachdem, was ich zähle, ne, ob ich jetzt sozusagen einzelne Unterschiede zähle oder welches Gen da ist, und dann kommen dann unterschiedliche Zahlen raus. Aber ein großer Erkenntnis der Genetik ist schon Gemeinsamkeiten der Lebewesen. Alle kommen mit demselben Bausatz aus. Macht es denn Ihrer Meinung nach dann wirklich einen Sinn, von Homo sapiens zu sprechen, aber bei Menschenaffen von Pan so und so? Also ich bin fasziniert von Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Mir ist es dann eigentlich egal, wie ich es nenne. Ich will es verstehen. Und das ist vielleicht entscheidend, dass man sozusagen, man muss sich dafür interessieren. Man muss sagen, oh, hier ist was gemeinsam, hier ist was unterschiedlich, und davon fasziniert sein. Wenn man anfängt, es zu verstehen, dann tut man sich vielleicht auch drum Sorgen und dann tut man vielleicht auch irgendwas dagegen, wenn sie aussterben. Aber ob man das jetzt Homo oder Pan nennt, kann man diskutieren, ob das sozusagen PR-mäßig große Wirkung hat. Vielleicht hat es das, weil wir sind so ähnlich, vielleicht ähnlicher, als die meisten denken, aber wissenschaftlich ist es mir egal. Okay, gut, dann reden wir gleich alle zusammen weiter. Die Frage, wie schlau Affen wirklich sind, scheint eine schlaue Frage zu sein, ist sie aber nicht. Wenn Sie sich einmal fragen, wie wir über Artgrenzen hinweg denn eigentlich Schlauheit oder Intelligenz definieren oder testen wollen. Intelligenz ist das, was ein Intelligenztest misst. Und was er misst, ist lediglich die jeweilige Anpassungsleistung an eine Nische.
ob wir sie nun Mathematik oder Klettern nennen. Es gibt Makakenarten, die ihr Essen waschen, weil sie keinen Sand daran mögen. Menschenaffen in Uganda verwenden unterschiedliche Heilpflanzen und verfügen über ein umfassendes Repertoire von Pflanzen, die gegen bestimmte Formen von Verdauungsproblemen helfen. Daraus ergibt sich, dass auch Affen innerhalb ihrer Nische zu Leistungen in der Lage sind, die das Überleben sichern und verbessern, oder etwa nicht. Sie benutzen Werkzeuge, verfolgen gemeinsame Strategien und haben ein ausgeprägtes Sozialleben. Wir teilen 98,7% der Gene mit ihnen. Aber sie wohnen im Wald und wir in gigantischen Städten. Wir sind zum Mond geflogen und sammeln unser Wissen in Bibliotheken. Heißt das, dass wir intelligenter sind? Wo ist also der Unterschied? Die Forscher des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie ließen weltweit Menschenkinder in 16 Testaufgaben gegen Schimpansen und Orang-Utans unterschiedlichen Alters antreten. In meiner Forschung geht es darum, zu zeigen, welche Aspekte von kooperativen Handeln, wie beispielsweise helfen oder gemeinsam Problem lösen, wir gewissermaßen ererbt haben, was die Aspekte sind also, die wir mit unseren evolutionären Vorfahren schon teilen, und den Aspekten, die sich erst in der Entwicklung des Menschen herausgebildet haben. Rechenaufgabe für Schimpansen. Wenn Menschen in jeder Beziehung schlauer sind, dann müsste sich diese intellektuelle Überlegenheit auch schon bei kleinen Kindern deutlich zeigen. Die erste Testserie: Quantitätsentscheidung, das Addieren von kleinen Mengen. Aber Schimpansen sind clever. Sie haben kein Problem, zwischen viel und wenig Rosinen zu unterscheiden. Auch Menschenkindern fällt ganz ohne Mathematikunterricht die Unterscheidung zwischen viel und wenig spielend leicht. Es gilt: Im Umgang mit der physischen Welt sind Menschenaffen genauso schlau wie Kinder. Bei einigen Beispielen sogar ein bisschen schlauer. Doch jetzt wird es kniffliger. Wo liegt die Leckerei? Versteht der Schimpanse den Hinweis der Spielpartnerin? Nein, für ihn spielt der Fingerzeig keine Rolle. Hier, Vase. Bin ich wieder? Für Menschenkinder kein Problem. Sie beobachten und folgen dem Hinweis. Lernen durch Kommunikation ist einfach unsere Spezialdisziplin. Wir Menschen zeichnen uns gegenüber anderen Tieren dadurch aus, dass wir unser Wissen anhäufen und an andere weitergeben. Wir arbeiten mit anderen zusammen, neues Wissen zu schaffen, neue Probleme zu lösen und stellen sicher, dass die nachfolgende Generation auch über diese Fertigkeiten verfügt. Der entscheidende Unterschied ist also das, was wir als kulturelle Intelligenz bezeichnen. Die Fähigkeit, die auch Kinder mühelos haben, neues Wissen und Fertigkeiten zu erwerben, indem sie kommunizieren oder nachahmen. Unser evolutionäres Erfolgsrezept. Andererseits finden sich verblüffende Gemeinsamkeiten. Beim Altruismusversuch geht es um die Fähigkeit, anderen zu helfen. Der Wissenschaftler verliert eine Wäscheklammer. Ohne großes Zögern fühlt sich das Kind zur Hilfe aufgefordert. Bereits 1,5-jährige Kinder zeigen solche Hilfsbereitschaft. Das Verhalten ist also nicht durch Sozialisation erlernt. Eine ähnliche Situation mit einem jungen Schimpansen. Auch er hilft sofort intuitiv und kann auch zwischen absichtlichem Wegwerfen und Missgeschick unterscheiden. Bis vor kurzem wurde Schimpansen die Fähigkeit abgesprochen, die Perspektive anderer Personen einzunehmen. Aber in den letzten Jahren hat sich doch herausgestellt, dass Schimpansen etwas davon verstehen, was andere Personen sehen oder nicht sehen können, was andere Personen hören oder nicht hören können und was für Absichten andere verfolgen. Aber was erzählen uns eigentlich solche Intelligenzstudien? Vor allem, dass Intelligenz den Grad der Anpassung an Lebensraum und Lebensumstände einer Spezies beschreibt. Aus dieser Perspektive sind Menschen und Menschenaffen lediglich unterschiedlich intelligent. Wir haben uns jetzt gerade darüber unterhalten, ob das nicht ein bisschen unfair ist, dass wir Tests konstruieren, die wir dann den Affen vorlegen, die natürlich an den Menschentests scheitern müssen. Während es eigentlich fairer wäre, wenn Affen Affentests vorlegen, aber das geht nicht. Haben wir das also falsch dargestellt? Die Frage ist schon interessant, aber wie gesagt, es gibt ja keine objektiven Maßstäbe dafür, was Intelligenz ist. Also der Intelligenztest
Intelligenz ist, was der Intelligenztest misst. Und wer sich den ausdenkt, der hat das Herrschaftswissen. Und so war es ja auch, wenn die Immigranten in die USA wollten. Und die mussten also nun wissen, was ein Kruzifix ist. Und sie kamen aus Indien, dann waren sie halt dumm. Und so ist das eben auch hier, wenn wir den Menschenaffen-Tests servieren, die unserem Gehirn entsprungen sind. Aber das Wichtige ist eigentlich, dass wenn wir das unter Menschen machen würden, dann würden wir auch zu unterschiedlichen Intelligenzdefinitionen kommen. Also wenn irgendeine Töpfergesellschaft schätzen soll, wie viel ist in einer hohen Vase an Wasser und wie viel ist in einem bauchigen Glas an Wasser, dann schneiden die besser ab als ich oder Sie. Haben Sie Probleme mit dem Intelligenzbegriff, so wie er im Film verwendet wurde? Ja, durchaus, weil hier auch ein Kernproblem, und zwar nicht nur in der Primatenforschung, eigentlich angesprochen wird, aber nicht richtig angesprochen wurde. Mhm. Nämlich, dass man Experimente nur sehr eingeschränkt machen kann. Mhm. Vieles, was wirklich ganz überraschend ist, geschieht plötzlich unvorbereitet. Und man ist, wenn man Glück hat, der Beobachter erlebt etwas, was einfach, wie man sagt, einem von den Socken haut, dass Tiere das können. Und das ist das, was mich eigentlich noch viel mehr fasziniert, weil da eben nichts Vorgeplantes wie beim Intelligenztest drinnen steckt, sondern spontane Reaktionen. Also ich denke zum Beispiel, um ein Primatenbeispiel zu nennen, an einen Kapuzinaffen, den ich in Südamerika erlebte, der beim Sonntagsspaziergang eines Entwicklungshilfepaares, und Kapuzinaffen klettern lieber in den Bäumen rum, als dass sie spazieren gehen am Boden, wenn er nicht mehr wollte, den Dackel anschaute, den die mit dabei hatten, der fing zu jaulen an, das hat ihm nichts genützt. Im nächsten Moment saß der Affe wie ein Reiter auf dem Dackel, drehte den Schwanz an der Wurzel heimwärts und ritt mit dem nach Hause. Da ist man völlig platt. Das kann man dem nicht beibringen, das hat er sich selbst angelernt. Ja. Und der Dackel hatte keine Chance, dagegen was zu unternehmen. Da staunt man wirklich. Und ich glaube, so etwas kann kein Experiment vorher planen. Aber da muss ich schon mal eine Lanze brechen für Tomasellos Experimente. Also die Studien zum Beispiel, ne, das, was sie versucht haben, ne, was zugegebenermaßen wahnsinnig schwierig ist, ne, gegeben, dass da auch was wenige Menschenaffen gibt, die man untersuchen kann und so weiter. Aber zum Beispiel haben sie untersucht, sowas wie technische Intelligenz und soziale Intelligenz zu vergleichen. Ja? Da kann man auch viel argumentieren, ob das jetzt sozusagen richtig gemessen ist oder ne? So ist Wissenschaft. Mhm. Aber ich glaube schon, dass man vielleicht ein Ergebnis der Studie ernst nehmen kann, das sagt, technische Intelligenz sind sie besser und vergleichbarer zu Menschenkindern als in sozialer Intelligenz. Das finde ich ein ordentliches wissenschaftliches Ergebnis. Ne? Also, und natürlich kann man so, misst Intelligenz nur immer das, was man misst. Aber in dieser Fragestellung würde ich sagen, ein tolles Experiment. Und solche Experimente müssen wir doch eigentlich machen, um besser zu verstehen, wo Gemeinsamkeiten und Unterschiede sind. Das ist schon richtig, aber das ist auch wieder die Rahmensfrage. Würde man so einen Schimpansen beispielsweise oder irgendeine andere Affenart in ihrer Sozietät vergleichend untersuchen und ein gleichaltriges Kind in seiner Sozietät, dann sind es ja Stümper im Vergleich.